Bei Depressionen handelt es sich um eine echte und eine sehr gefährliche, häufig tödlich verlaufende Volkserkrankung, die ganz viele Menschen betrifft. Und es handelt sich nicht um eine Charakterschwäche. Depression ist ein vor allen Dingen sehr, sehr großer Dauerstress. Die Krankheit kann jeden treffen und sie kann wie aus dem Nichts kommen. Und sie hat brutale Kraft. Und sie kann dich jederzeit komplett niederstrecken. Depression hast, dann bist du mental dauerhaft angespannt, extrem gestresst, heillos überfordert und gleichzeitig eben auch massiv erschöpft. Deshalb hilft dir auch Urlaub nicht. Es ist ungeheuer anstrengend, eine Depression zu haben, auch wenn man gar nichts tut. Du fühlst dich wie halb blind, halb taub, halb stumm, hoffnungslos. Sehr verletzlich ist man. Und so ergeben sich mehr und mehr richtig üble gedankliche Abwärtsspiralen, aus denen man irgendwann nicht mehr herauskommt. Zu haben scheint und sich dann auch irgendwann aufgegeben. Alles verliert an Wert. Vor allem an Selbstwert. Alles wird sinnlos. Das geht hin bis zur totalen Selbstverneinung, zum Selbsthass. Und irgendwann stellt man